Was hat Sie denn dazu bewogen, 1957 in Friedland zu arbeiten? Das ist ein ganz profaner Grund. Als Student kann man immer Geld gebrauchen und einer der leitenden Angestellten vom Lager Friedland war mit meiner Wirtin bekannt und über den habe ich einen Job bekommen, für ein paar Tage in Friedland zu arbeiten. Und was sollte diese Arbeit alles umfassen? Es waren noch außer mir zwei andere Studenten da und unsere Aufgabe war es, für Aussiedler die Transportpapiere auszufüllen. Es gab Aussiedler, die kamen mit größeren Gepäckstücken, manche hatten sogar kleine Möbel, also Kleinmöbel dabei und die wurden dann ja an die Orte in der Bundesrepublik verteilt, wo sie Aufenthalt nehmen sollten. Zum Beispiel nach München, Essen oder so. Und die Bahnpapiere für das Gepäck, die auszufüllen, das war unsere Aufgabe. Und haben Sie auch mit den Menschen reden können oder gesprochen? Ich musste ja mit denen reden, musste sie fragen, wo sie hin wollten. Und beziehungsweise sie hatten dann ja Papiere mit, auf denen sie zeigen konnten, zu welchem Bestimmungsbahnhof ich die Papiere auszufüllen hatte. Und da kam man schon mit ihnen ins Gespräch, aber das waren rein sachliche Gespräche. Gab es denn auch mal ein persönliches Gespräch? Wenig, weil die Aussiedler kamen in der Regel schubweise. Die kamen nicht einzeln, sondern schubweise und dann ging es zack, zack. Man musste der Nächste wartete und da war keine Zeit groß für persönliche Gespräche. Wir waren jung und ich habe schon gesagt, die Aussiedler kamen schubweise und dann gab es eben Leerräume, wo nichts zu tun war und aus der Gesundheitsabteilung nebenan waren junge Rote Kreuzschwestern und die kamen dann zu uns rüber und dann haben wir uns unterhalten und wie das junge Leute so machen. Wir haben dann gelacht und Fetz gemacht, geflirtet und dabei haben wir eben auch laut gelacht. Da geht plötzlich die Tür auf und eine Aussiedlerin, eine ältere Dame kommt rein und weint bitterlich. Sie ist vor Weinen der ganze Körper zitterte, und sie hörte überhaupt nicht auf zu schluchzen. Und die Rote Kreuzschwestern stürzten gleich zu ihr hin und fragten: Ist Ihnen was? Was können wir? Tut Ihnen was weh? Warum weinen Sie? Sie hat überhaupt nicht aufgehört zu schluchzen und hat weiter geweint. Und dann kam es langsam aus ihr raus in gebrochenem Deutsch. Sie hätte sich so viele Jahre darauf gefreut, endlich nach Deutschland zu kommen und nun sei es soweit. Und vielleicht sei ja Deutsch nicht ganz so gut wie unsers und nun lachten wir sie aus, weil sie nicht so richtig Deutsch sprechen könnte. Das hat uns alle so berührt, weil wir gar nicht über die Frau gelacht haben. Wir haben, glaube ich, alle mitgeweint.